Auf der Suche nach der Antwort, wie man eigentlich Kohle findet, sind wir auf den Bohrwagen gestoßen. Hallo. Wer bist du denn? Ich heiße Bohrwagen und wurde im Jahr 1962 gebaut. Und wozu wurdest du eigentlich benötigt? Ich diente der Untersuchung des Bodens. Mit meinem großen Bohrer konnte ich recht tiefe Löcher bohren. Wozu war das Bohrgerät eigentlich da? Mein Bohrgerät hatte eine wesentlich höhere Qualität bei der Beurteilung der Beschaffenheit von Erd- und Kohleschichten, wie auch der wasserführenden Schichten des Grundwasserpegels. War das Bohren ein normales Verfahren? Nein, nicht ganz. Es werden je nach geplanter Bohrtiefe und Untergrund anderer Bohrgeräte und unterschiedliche Bohrverfahren eingesetzt. Die unterschiedlichen Verfahren nennt man Nass- und Trockenverfahren. Unter dem Nassverfahren redet man davon, dass das eroberte Gut durch Wasserdruck und doppelwandige Bohrer als Schlamm herausgespült werden. Okay, danke. Danke. Dankeschön. Kein Problem, das habe ich gerne gemacht. Wow, das war wirklich interessant. Danke für diese tolle Geschichtsstunde. Schaut mal, da hinten ist der Schaufelbagger. Zu dem müsst ihr als nächstes.